Hallo und herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear, Teil 3 oder 20, 23, wie auch immer, scheißegal. So, wir sind immer noch beim Maler und wir müssen jetzt diese Tür hier durchtreten und ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns eine Verfolgungsjagd bevorsteht. Ich hoffe nicht, ich hoffe, ich irre mich. Ich habe keine Lust, ich hasse Verfolgungsjagden. Ganz ehrlich, ich brauche keinen Mensch. Auch kein Mensch, ist nur Stress. Und der Kater ist wach und miaut und es freut mich. Wirklich. Das kennen wir doch aus der Demo. Glaube ich. Ja, das kennen wir aus der Demo. Da geht's ja lang. Pass auf. Hellseherische Fähigkeiten. Hier geht's nämlich gar nicht lang, Junge. Arsche. Oh nee, dann kommt gleich Verfolgung. Dann kommt es ja gleich. Scheiße. Morphium-Rezept, Patientenname, Blarkeks, Datum. Ja, ist halt die Frage, ist es... Ist das Morphin für ihn gewesen oder für, na gut, für seine Frau wahrscheinlich. Wir hatten ja in der letzten Folge von ihr gehört, dass sie 6 Monate lang starke Schmerzen hatte. So vermute ich, wird es für sie sein. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Ja, das hilft beim Konzentrieren. So ein kleines Schlückchen Alkohol ist fantastisch. Das. Nothing. They're getting smart. Ein schlauer Scheiße. Okay, ich bin mir nicht mehr sicher, wo es hier weiterging. Bin mir nicht sicher. Muss mal da nochmal kurz schauen. Das war zu, oder? Geht's auch weiter. Scheiße. Nein, jetzt. Wo sind wir denn in der Demo lang gegangen? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir sind hier lang gegangen. Ich weiß nicht mehr. Hat sich nicht der Geräusch irgendwie bewegt oder so? Oh, dann kommt doch gleich die Scheißverfolgung, ne? Hi. Super. Dann brauchen wir nur noch eins. Wie es diesmal finden werde. Weiß nicht. Hallo? Er speichert. Das ist nicht gut. Ah ja. Boah. Sinn nicht. Ja, bitte. Bitte nicht gleich ein Bild ab. Da ich ja. Häng das Bild auf! Axt. Respektiere meine Kunst. Ah ja. Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich gehen? Okay, hier ist wieder rot, hier ist wieder grün. Ich glaube immer noch, rot steht für seine Affäre und grün für seine Liebste. You've always wanted to have a huge guard. Green calmed your nerves, you said. I always loved painting blood. Also wir hatten uns jetzt schon beim letzten Mal für die grüne Seite entschieden. Ich bin in der Demo gar nicht hier lang gegangen. Ich glaube, ich werde dann auch ja, grün nehmen. Jetzt hier? Hallo? Okay, da kommt wieder dasselbe. Scheint es. Ja, bums. Okay, ich glaube, ich würde dann hier auch das Grüne wieder nehmen. Ich würde dieser Linie treu bleiben wollen und mich quasi für meine Frau entscheiden. Ah, ich weiß. Is this the right door for me? Ja,
Ja, ist es. Entscheide ich für deine Frau. Ja, ich entsinne mich hier. Hier haben wir auch in der Demo so entschieden. Da ist sie. Ein Klavier. So, da ging es ja nicht weiter. Uff. Jups. Und dann ging es nach oben. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Okay. Ich weiß natürlich jetzt, was ich hier tun muss. Hier ist eine Tür. Und wir müssen hier was aufsammeln. We need to fight the darkness. Okay. Eine Kerze haben wir. Da suche ich jetzt nicht rum und du so, als würde ich es nicht kennen. Und einmal schwupps. Schwupps. Ich weiß noch nicht, war jetzt hier die Verfolgung? Naja, ja, die Verfolgung kommt. Oh, das hat so ewig gedauert. Es war so scheiße. Ich war... Oh. Nee. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, wo ich die Demo spiele, ich entschuldige mich schon mal für all meine Fehlversuche. Es wird mir jetzt wahrscheinlich nicht anders gehen. Ich habe gefühlt ewig gebraucht. Also jetzt geht's noch nicht los, aber gleich. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Ja. Tu, was du tun musst. Finde etwas, um sie zurückzuhalten, ja? Und verbrenn sie! Ums Zeichen der Schwäche. Zerstöre einen Gegenstand mit Licht. Ah. Ist noch alles aus der Demo hier? Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. But these people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Ich glaube eher, er ist ein furchtbarer Arbeitgeber. Das glaube ich eher. Ach nee. Hör mal auf hier. Scheiße. Gibt's hier was? Sieht gesund aus. Was kommt da raus? Teer oder was? Weiß nicht. Hallo? Ass up today. I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Nee, trink mal noch rein, dann geht's gleich viel besser. Oh Gott. So fertig, der Typ, ne? So fertig. Why can't you understand? I'm working in here. I swear, if I'm interrupted one more time. Da frage ich mich, mit wem meckert er da? Mit seiner Tochter oder mit seiner Frau? Who knows? Da geht's weiter, glaube ich. I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Mhm. Okay. Hallo? Okay. Dim, 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 dim. Hallo? So. Da
flackert es wieder so eigenartig. Weiß natürlich, ich muss mit der Lampe gegenhalten. In der Demo dachte ich, oh nein, ich verbrenne jetzt. Oh nein, ich verbrenne! No! Ist immer noch ein Teer vielleicht? Denkbar, ne? Hallo, wer klopft da? Sieht hübsch aus. Sehr nett. Bums. Um hier plautzt. Ich glaube, die Verfolgung kam doch in einem späteren Kapitel. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Süß. Ich will mal hier schauen. Hallo. Süß. Maximal süß. Sehr, sehr einladend. Ist das Teer? Ich bin mir unsicher. Ihr Schlafzimmer, ne? The only thing that could make her smile. Nur das. Diese Platte. Na dann, schmeißen wir sie mal rauf hier. Wunderschön. So schnell räumt man auf. So, es kann nicht ungeschehen gemacht werden. Da gibt es auch wieder keine Untertitel. Scooby. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Aber sie wollte doch Musik machen. War doch ihr Leben. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Lovely. Absolute lovely. Finde ich gut. Man muss einfach nur wissen, wie, ne? So, mir fehlt hier immer noch ein Stück vom Bild. Mal wieder. Und ich habe den Eindruck, wir sind hier schon wieder gleich am Ende. Verdammte Scheiße. Oh, das kann nicht wahr sein. Ja, schöne Scheiße. Schon wieder ein Teil. Willst du mich trollen? Das gibt's doch gar nicht. Ich schaue doch eigentlich wirklich gründlich durch, oder? So dachte ich. Es fehlt mir halt schon wieder ein Scheißteil. Das kann doch nicht wahr sein. Brennen jetzt hier alles, was soll's. Oh, da gerade was geknistert oder kam es nur von der Lampe? Nee. Kam nur von der Lampe. Ja, scheiße, ey. Schon wieder nicht das Bild komplett, ne? Oh, ist das ärgerlich. Wirklich. So, so ärgerlich.
Form entsteht. Okay. It's not like I'm some drunkard. Okay, okay, okay. Also hier kommen auch noch ein paar Sachen hin. Das füllt sich ja auch noch. Oh, hier haben wir auch zwei. Minced Mice. Chunky. Crunchy. Carcasse. Okay, hier kommen die Rattenbilder hin. Und vermutlich, wenn ich mich für den roten Weg entscheide. It's been a while. Okay, okay, okay. Und hier alles vom grünen Weg. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich schon wieder irgendwas verpasst? I had them. Okay, ja, das kennen wir auch schon. Da ist die Haarbürste. Okay. Okay, ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall bei dem grünen Weg. Das würde ich grüßen. Hast selbst verloren alleine, du verdienst es, ein Grab für dich, beende es. Na gut, dann fügen wir mal unseren frisch gemahlenen Knochen hinzu. Let's go. Nicht gut, wie er es mit nur einem Strich fortführt. Ja, hübsch. Absolut hübsch. Kam jetzt noch was dazu? Nö. Aber hier oben. Was haben wir hier? I needed to remove the flesh from the bone. Okay, das ist der Knochen und die Säge. Okay, da ist nur der Text von dem Knöchelchen. Müssen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 4 Kapitel noch? Und danach kommt bestimmt noch die Schriftstellerin, die Schauspielerin. Und dann das Eigentliche. Ich bin mir, ich habe ja so versucht irgendwie herauszufinden, was jetzt hier so der Inhalt ist. Ich glaube, wir spielen jetzt erstmal die DLCs, kann das sein? Das DLC vom ersten Teil, dann wahrscheinlich vom zweiten Teil und dann kommt wahrscheinlich erst das neue, oder? Also so habe ich es irgendwie verstehen können. Ich glaube, wir spielen jetzt hier erstmal nur das DLC. Macht ja nichts. Ich habe die DLCs habe ich auch nicht gespielt. Aber ich glaube, so ist das. So. Form entsteht. Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Aha. Klingt lebensfroh. Ich glaube, so ist das. Denn, dass wir jetzt erst die DLCs spielen. Vermutlich, damit wir denn das große Gesamte verstehen. So meine Vermutung. Dr. Med Henry Marvin, Beziehungsberater. Okay. Dieses Mal gehen wir wirklich. Aber sie haben es versucht, ne? So viel ist gewiss. Hallo. Wunderschöne Fliesen. Look, honey, it's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. Ich glaube, ihm will sie nicht mehr trinken. Ich glaube, er schaut zu tief ins Glas. I will get you. Furry leeches, get out of my house! Gab's die Ratten wirklich? Oder hat er sich die einfach nur eingebildet gehabt? Ich weiß es nicht mehr so genau. Bin nicht mehr sicher, wie das war. Ich glaube, er hatte sich die nur eingebildet. Naja, okay, da kann ich brennen. Ich guck vorher mal hier rein. Badezimmer. Ja, da stimmt wohl. Das war eklig. Everything I touch breaks.
Okay. Danke, Püppchen. Tschüss, Püppchen. Viel Spaß beim Planschen. Sonst noch was? Nö. Okay. Ich glaube, die Verfolgung war beim 5. Kapitel. Und wir sind jetzt im 4. Das 5. wäre dann so das Vorletzte, ne? Das sind, glaube ich, 6. 6, die wir abschließen müssen. Good, solid undercoat. A primer that will hold it all together so it doesn't rot. Ja, wichtig. Weiß nicht, ob Knochenmehl da so gut ist. Kennt mich da nicht so aus. Habe ich noch nicht probiert. Der ist schnell verbrannt, würde ich sagen. The world is breaking around us. Ja, stand auf dem Zettel, habe ich gelesen. Mein Gott, ist aber auch immer Scheißwetter, ne? Hallo? Da ist noch wieder was. Blup. Die Explosion ist immer nice, ne? Ah, wieder ein Teil von dem Bild. Super. Diesmal werde ich bestimmt alles finden. Boah, das ärgert mich so. Zweimal schon die letzten Teile nicht gefunden. So krass ärgerlich, ne? Der war. Hallo? Da sind ein paar Fässer, würde ich sagen. Aber er hat ja auch immer großen Durst gehabt. Trinken ist ja wichtig. Hallo? Oh no! Da war die Alte. Scheiße. Oh, verfolgt ihr uns jetzt schon in dem Kapitel? Ich muss schon Kaffee trinken, Alter. Und lustig finde ich, wie meine Tasse halb verschwindet und mein Arm. Hat Stil? Hat Stil. Naja. Okay. Oh, nee. Ich will nicht. Oh. Das ist aber schön, dass die Tür von alleine aufgeht. Ja, ich helfe mal nach. Hallo? Oh no. Hallo? Mama? Och nee. Stirb. Lauf, Digga. Och nee. Ja, ich will ja. Ich will ja. Aber. Mach zu jetzt. Nicht hinsehen, umgehe den Feind. Ja, scheiße. Och man, nee. Ich hasse das. So sehr. While I can certainly understand that you are upset, and I have nothing but sympathy for your wife and yourself, I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that, I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for your wife. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation. As I've already stated, I can certainly understand you've been under a lot of stress as of late, and thus I will not press charges if you refrain from any further correspondence. Let me make it absolutely clear that I will not tolerate any further threats aimed at my staff, my family, or myself. If you wish to seek psychological help, I can have my assistant provide contact information for several specialists who would be more than competent to help you get through these hard times. Ich glaube, diese Schreiben gibt's auch im Original.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Also sie scheint ja ein bisschen entstellt zu sein, deswegen... Alles nicht so einfach. Aber nochmal. Verfolgung? Nein. Warum? Das muss echt nicht sein. Okay, da geht's noch weiter. Geht's da auch weiter? Ich muss da auch nochmal schulen. Wunderschöne Blume. Geht's ja auch weiter? Da geht's auch weiter. No. Ich habe immer Angst, was zu verpassen. Wunderschön. Hallo? Damn Ash! Verdammte Asche. Da sah ich dir. Cleaning this house is a nightmare. We don't even use the fireplace that often, and ash is everywhere. Ich weiß nicht, verpasse ich da jetzt irgendwas? In Asche wirst du... Was? In Asche wirst du ernten? Ah. Ist sich da hinten jetzt irgendwas? Kommen wir da noch hin? Oder ist es egal, in welche Richtung? Aber ich weiß immer nicht, ne? So, ärgerlich. Klang hier schon wieder so nach zu. Ich schon mal erwähnt, dass ich überhaupt keine Lust habe auf Verfolgung. Ich habe mir gerade versucht, das alles schön zu reden, dass das alles erst im nächsten Kapitel kommt. Hier geht's halt überall weiter, ne? Scheiße. Hallo? Er speichert. Hallo? Okay. Es wurde uns soeben die Entscheidung genommen, wo wir dann gehen. Da gibt's bestimmt noch einen Teil für ein Bild, ne? Ja, super. Toll. Ja, alle wissen. Kann's eh nicht zusammenkriegen. Ja, bitte? Hallo? Die Tür steht Kopf. Erschüttert. Was? Erschütterte Gedanken? Steht alles Kopf, habe ich den Eindruck. Was hier? Schon wieder ein Code hier. Aber ich habe noch keine Lösung dafür. Geht hier irgendwo was? Alles steht Kopf, Digga. Sehe im Moment noch nicht so viel. Ja. Da komme ich nicht ran. Hab nur keine Stummelärmchen. Wo ist der Code? Gib mir den Code. Ah ja. Guck mal, man sieht hier Hände. Das ist schön. Hallo. Ah, sie ist schon gefixt. Was haben wir hier? Er hat schon wieder irgendwas aufgesammelt und ich weiß nicht, was war. Da diese komischen... Neben unserem Bild da unten rechts. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich habe nur Clue. Wo ist denn jetzt der komische Tresor hier? War da irgendwo ein Tresor? Da wäre bestimmt noch was drin gewesen, was Schönes. Some paintings defy simple words. Let alone critique. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try taming them. Babyface is one such painting. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. In reality, it looks like a result of a week-long art marathon of a not very well-adjusted painter locked in a dark basement. Leaving aside the horrible execution, the painting excels in a hideous... Ja, ist ja vermutlich nicht so unwahr. Okay. Ja, scheiße, in dem Scheiß-Tresor wäre bestimmt was gewesen, ne? Oh.
Auf der anderen Seite hätte es bestimmt den Code dafür gegeben. Ich sag's dir, wie es ist. 100 Pro. Es ist zu. Was soll ich tun? Geh mit der Asche. Verbrennen Sie. Wieder was? Gar nichts. Nada. Kann ich nochmal Licht an? Okay, dann steht's wieder Kopf. Geht hier was? Hier ist nur die Lampe hier. Scheiße, was mache ich jetzt? Ist da jetzt was dran? Da! Ah, so, was? Ah, ist auf dem Kopf jetzt, ne? 10, 70, 90? Huh? 70. Nein, so rum. 90. Ist so. Oder hätte ich andersrum gemusst? Scheiße, lass mich nochmal kurz weg. Ja? Nein. 10. Nee, ich muss die Richtung hier, glaube ich, irgendwie noch. Scheiße. 10. Wenn ich mir das jetzt auf den 10 nach rechts. Ich muss nach links. 70 links, also 70 rechts. Aber das hatte ich doch immer. Ich mach mal so rum hier. Oder warte mal. Welche 10? Ich mache mal jetzt so rum, ja. So wie mir die Pfeile das sagen. So, 10. Und jetzt 70. In diese Richtung. Und 90 in die andere Richtung. Was hältst du davon? Warum nicht? Darf ich nicht? Ich mache jetzt mal. Aber das hatte ich doch eben so, ne? 10. Oh, Dingy. Hat klar gemacht. Ich bin jetzt nach links gegangen. Klick. Und dann muss ich aber in die andere Richtung. So. Hä, das hatte ich doch beim ersten Mal, oder nicht? Bin verwirrt. Komm gar nicht runter hier. Hab ich da. Ein Schlüssel. God pray the Lord. So. Spot an. Tür auf. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen da morgen weiter. Ich vermute, es wird auch mit der Scheißverfolgung weitergehen. Ich will nicht. Ich hasse Verfolgung so sehr. Aber okay.
Das ist heute erstmal nicht unser Problem. Morgen. Morgen. Wahrscheinlich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns ja morgen wiedersehen, dass du mir beistehst, wenn die Alte uns verfolgt und wir sie abfackeln müssen. Aber bis dahin. Haut rein.